So Leute, es ist der 13. und vorletzte Tag der IAE 2953 und wir stehen vor der Drake Corsair und gucken uns nochmal die exklusive Lackierung für die diesjährige Messe auf der Drake Corsair an. Und ich habe es gestern schon mal gesagt, ich finde, auf die Drake-Schiffe passt dieses Farbschema nicht wirklich und vor allen Dingen nicht der Glanz. Es sieht alles ein bisschen zu exklusiv aus für Drake. Wobei aber nun gerade bei der Corsair, die transportiert nicht so wirklich dieses industrielle Feeling, das die Drake-Schiffe normalerweise haben, sondern es ist eher eine Art Freibeuter-Feeling, was man hier hat. Ja, man hat das Gefühl, man fliegt einen alten Seelenverkäufer und man fühlt sich so ein bisschen auch als Pirat, wenn man so ein Ding hat. Und ich denke, wir können uns alle einig sein. Es kann auch stilvolle Piraten geben. So, wir befinden uns im Anflug auf Microtech, treten jetzt gerade in die Atmosphäre ein, in unsere geliehenen Corsair von Drake Interplanetary. Wie ihr vor mir sehen könnt, fliegen wir einen Teil von Microtech an, der nicht mit Schnee und Eis bedeckt ist, so wie wir das bisher gewohnt waren aus New Babbage. So, dann gehen wir mal in den Landeanflug. Ich glaube, da drüben auf der Ebene sieht es nach einem ziemlich guten Landeplatz aus. Wir sind gelandet. Wenn wir hier in Microtech vor die Tür treten, sehen wir Gras, Blumen, grüne Bäume und kaum Schnee oder Eis. Die Frage ist jetzt, woran liegt das? Wir kennen das ja eigentlich von Microtech etwas anders. Wir kennen das aus New Babbage, da ist es kalt, da ist es vereist. Und das liegt einfach daran, dass Microtech ein terraformierter Planet ist. Also Microtech hat versucht, diesen Planeten zu terraformieren, bewohnbar zu machen. Und dabei ist ihnen ein Fehler unterlaufen, durch den sich zu viele Wolken gebildet haben und die dann für das schlechte Wetter in New Babbage gesorgt haben. Naja, und auf dem Großteil des Planeten. Nur in wenigen Regionen, so wie dieser Region hier, gibt es dann noch halbwegs annehmbare Bedingungen. Hier herrschen angenehm kühle 11 Grad. Und ja, die Umgebung ist auch sehr, sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Eine Sache gibt es bei der Corsair noch, die wollte ich euch gerne zeigen. Und zwar in der Küchenzeile versteckt sich hinter den Notizzetteln ein Flachmann. Den können wir uns auch mal ansehen. Das ist nämlich ein Flachmann der Interstellaren Transportgilde aus dem Jahre 2391, als die gegründet wurde. Und der ist selbstverständlich auch gefüllt mit entsprechender Flüssigkeit. Nur für den Fall, dass ihr unterwegs mal Durst verspürt und nichts dabei habt. Der ist bei der Corsair quasi inklusive. Gehen wir mal in den Laderaum. Da steht das Fahrzeug, das ich euch heute eigentlich zeigen wollte, der Grey Cat Rock. Wie ich schon erzählt habe, ein Bergbaufahrzeug. Das funktioniert heute leider nicht. Erstens ist bei diesem Modell der Minenlaser kaputt, das zeige ich euch gleich. Das kam wohl dadurch, dass ich auf dem Weg hierher dieses Auto mal ausprobiert und mich mehrfach überschlagen habe. Und zweitens scheint auch das Multitool, das selbst nochmal einen Aufsatz fürs Mining hat, also für den Bergbau hat, defekt zu sein, weil diesen Mining Laser kriege ich heute aus irgendeinem Grund nicht aktiviert.
Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns die Grey Cat Rock doch mal aus der Nähe an, jetzt wo wir sie einmal da haben. Wir haben hier an der Seite einen Verbandskasten, an der anderen Seite ist der ebenfalls nochmal genauso. Hier hinten drauf dieser Stoffbezug, das ist dann tatsächlich die Lagertasche. Dort wird das abgebaute Material dann eingelagert. Es gibt hier am Heck noch eine Klappe, wo wir auch nochmal Inventar haben, externes Inventar. Da können wir irgendwas reinlegen und dann im Fahrzeug mit uns führen. Und dann auf der linken Seite sehen wir diesen Art Staubsaugerschlauch, der in den Materialbeutel geht. Und der kommt hier direkt vom Mining Laser. Der zeigt normalerweise gerade nach vorne im ausgeschalteten Zustand, aber heute ist er ziemlich nach oben gerichtet. Funktioniert auch nicht mehr, reagiert nicht auf Eingaben, ist defekt. Liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Fahrzeug auf der Seite lag und sich mehrfach überschlagen hat. Ansonsten, wenn wir uns das Fahrzeug von vorne ansehen, sehen wir hier diesen Einstieg, den wir auch schon auf der Messe gesehen haben. Es geht über die Treppe nach oben, da haben wir die Pilotenkanzel und oben die Frontscheibe, die dann herunterklappt. Wir können das auch mal schließen. Jawohl, Treppe fährt ein, klappt hoch. Da haben wir auch die Lichter und die Frontscheibe klappt ein. Wichtig zu wissen, wenn man damit auf einem Planeten unterwegs ist, bei dem die Luft nicht atembar ist. Wir haben eine Frontscheibe, die schützt vor Fahrtwind und vor Bruchstücken beim Abbau. Wir haben auch am oberen Teil, also am Dach, eine Scheibe. Aber an den Seiten ist die Grey Cat Rock offen. Da sind keine Glasscheiben. Das heißt, das ist ein offenes Cockpit. Da ist man nur bedingt vor der Witterung geschützt und hat definitiv die gleiche Atmosphäre wie draußen am Fahrzeug. Das heißt, ist die Atmosphäre nicht atembar, braucht man in diesem Fahrzeug auch einen Helm. Ich habe es eben gerade in New Babbage mal ausprobiert, wo wir minus 75 Grad hatten. Innerhalb des Fahrzeugs waren es dann doch immerhin noch minus 51 Grad. Das heißt, ein gewisser Schutz ist da, aber er ist nicht besonders umfangreich. So Leute, das war tatsächlich schon wieder der 13. Tag der IAE 2953. Es ist ein bisschen schade, dass ich euch das Mining mit der Rock nicht zeigen konnte. Das macht nämlich normalerweise sehr viel Spaß. Aber da es leider nicht funktioniert, müssen wir uns an der Stelle geschlagen geben. Heute ist der 29. November. Das heißt, wenn dieses Video online kommt, wird die IAE schon vorbei sein. Für mich ist heute Mittwoch. Morgen am Donnerstag ist der letzte Tag der IAE 2953. Das heißt, wir sehen uns morgen auf jeden Fall nochmal. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gern auch ein Abo da. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, einen guten Flug.